haben uns einfach einer beschissenen Illusion hingegeben. Ja, dass Monogamie funktioniert. Man muss doch nicht jeden Tag glücklich sein, um eine glückliche Beziehung zu führen. Ah, das wird spaßig. Können wir reden über die letzten 4 Wochen? Ben und ich. Ben und du, ihr? Wir ihr habt euch auf einen Partnertausch eingelassen, mit der Regel keinen Sex zu haben. Du hältst jetzt einfach mal die Fresse. Was macht eine gute Beziehung aus? Ach, Ehrlichkeit. Du hast... Ja, Moment, Moment. So. Jetzt kann es weitergehen. Ja, ich konnte ja deinen neuen Film sehen, Du, Sie, Er und Wir. Mhm. Startet ja am 15. Oktober bei Netflix. Ich finde, es ist eine coole Komödie, die aber auch ein ziemlich tiefgründiges Thema anspricht. Was war denn der Reiz für dich, in diesem Film überhaupt mitzuspielen? Also es gab viele Anreize, die dieser Film bot. In erster Linie hat es mich sofort gekriegt, dass es ein Kammerspiel sein sollte. Kammerspiel im Fernsehen im weiteren Sinne oder im Streaming ist auf jeden Fall erstmal etwas, was sich von vornherein auf die Performance der Schauspieler konzentriert, was total reizvoll ist. Rein als Ego-Shooter gesagt, ist das einfach total reizvoll, wenn es letztlich tatsächlich um ein Ensemble geht und deren Interaktion. Fand ich halt total super. Und dieses Metathema, was dieser Film ja behandelt, abgesehen von einem Partnertausch, der stattgefunden hat, ist die Frage, inwiefern gelernte Konzepte für Beziehungen jetzt in unserer emanzipierten Gesellschaft und auch in der Generation, die hier so abgebildet ist, so um mich herum, erneuerungsfähig sind, sein müssen, hinterfragt werden müssen oder nicht, was denn überhaupt für uns funktionieren kann. So. Ja. Und das ist einfach ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert und wahnsinnig inspiriert hat. Also ich habe mit dem Filmkomponisten zusammen, David Grabowski, wir haben den Score auch gemacht, haben wir auch den Titelsong dazu beigesteuert, Ich mit Pudeldame. Und der Text dazu ist tatsächlich während des Drehbuchlesens noch entstanden. Also weil mich einfach dieses Thema so interessiert hat, dieses, wo steuern wir eigentlich hin, wenn wir irgendwie, wenn die 50er Jahre Disney-Welt irgendwie uns nicht mehr blenden kann, wenn man weiß, okay, ab da leben sie nicht nur glücklich bis an ihr Lebensende, sondern es kommt der Alltag, es kommt die Beziehungspflege. So, wohin steuern wir da eigentlich mit all diesem Wissen darum und gleichzeitig aber auch mit neuen Trugbildern, die wir über Social Media kennen, diese gelernte Selbstinszenierung von sich selbst und von Beziehung. Was kommt da eigentlich und was bleibt übrig? Und dadurch ist dann eben auch gleich ein Song entstanden und dieser Film ist mit all diesen verschiedenen Perspektiven, die wir als Schauspieler natürlich auch mitbringen, dann zu einem ganz schönen Feuerwerk geworden, wie ich finde. Ja, finde ich definitiv auch, ja. Ja, genau, der Film wurde ja für Netflix produziert. Jetzt für dich als Schauspieler, hast du da einen Unterschied gemerkt? War da Netflix stark involviert oder ja, wie lief das ab? Weil das Publikum ist ja nicht genau dasselbe. Also nicht dieselben Menschen sitzen vor dem Fernseher und schauen sich Netflix an, die auch ins Kino gehen beispielsweise. Hast du da einen Unterschied gemerkt? Also ich denke das nicht so vom Publikum her. Ich weiß nicht, wie Netflix das sieht, weil also ich bin zum Beispiel Netflix-Gucker, aber auch Kinogänger und ich schaue auch lineares TV, aber vor allen Dingen dann tatsächlich in der Mediathek. Also ich bin Konsument auf allen Ebenen, wäre es auch ohne meinen Beruf als Schauspieler gewesen. Was sich an den Produktionsbedingungen sozusagen schon deutlich unterschieden hat von einer Kinoproduktion oder einer Fernsehproduktion, war der sehr, sehr kurze Vorlauf. Also ich habe das erste Mal das Drehbuch in den Händen gehalten. Da hat mir Florian Gottschick, der Regisseur, auch erzählt, dass er dieses Drehbuch erst ganz kurz an ihn herangetragen wurde, dann von der Red Pony bzw. Saxonia gepitcht wurde an Netflix. Es gab einen Auftrag und ein halbes Jahr später haben wir gedreht. So. Und das ist schon ein sehr, sehr geraffter Produktionsvorgang. So. Das ist, da ist ein anderer Speed drin, als es ihn jetzt im redaktionellen Fernsehen einfach gibt. So. Okay. Und den einzigen Austausch, den ich mit Netflix im Vorhinein hatte, war ein sehr ausgiebiger Call, den wir hatten. Da war dann Kai Finke, der deutsche Head of Netflix Film sozusagen, es gibt auch eine Netflix Serie, aber Netflix Film, war dort mit. Und am Ende dieses Gesprächs, wo wir uns wirklich sehr verloren haben in
unseren verschiedenen Ansichten auf Beziehungen und so, sagte Kai Finke dann, ja, jetzt würde ich mir dann eigentlich ganz gerne einen Rotwein aufmachen, so, schönen Abend noch. Und das war dann der Input, den wir hatten, und ab da muss ich sagen, und das ist auch eine Qualität, die man bei den Streamern immer wieder spürt, das ist ja nicht die erste Produktion, die ich für Streamer mache, ab da hat man eine extreme Freiheit bei den Kreativen gespürt. Und das ist halt sehr, sehr schön. Also es gibt wenig dieses redaktionelle Input, was man so vom linearen Fernsehen zum Beispiel gewohnt ist. So, ab dem Moment, da ein Florian, der Autor des Drehbuches, und Florian, der Regisseur des Films, dann die Hoheit haben, ab dem Moment wird sehr viel Freiheit gelassen. Und das ist natürlich gerade für so ein halb improvisatorisches Format wie so ein Kammerspiel ein echtes Geschenk. Ja, okay. Dann sprechen wir doch noch kurz über Nils, seine Figur. Mhm. Nils muss ja einiges über sich ergehen lassen. Also er kassiert Faustschläge und stößt vom Stuhl etc. Mhm. Wo ich mich gefragt habe, jetzt gerade wenn du davon sprichst, dass sehr viel improvisiert ist, war das alles eins zu eins, alles so geplant, oder war das, hat das wochenlange Vorbereitung benötigt, oder war das auch sehr spontan, sage ich mal? Also es ist schon noch sehr, sehr viel spontan, in Anführungsstrichen spontan entstanden. Wir haben 2 Tage und gefühlte auch Nächte am Motiv geprobt. Es gibt natürlich Leseproben vorweg, man tauscht sich aus. Es hat so einen Monat Vorbereitung sozusagen gegeben, wo sich auch das Drehbuch dann noch geändert hat und so. Aber letztlich gab es so die richtig heiße Phase eigentlich erst vor Ort. Es waren 2 oder, lass mich nicht lügen, vielleicht 3 Tage. Die wir vor Ort geguckt haben, dass wir dieses Skript wie ein Theaterstück zusammen proben. So. Okay. Maximal gut vorbereitet, aber man kommt dann rein und probt. Und da hat sich noch so massiv viel verändert. Also es gab noch, es gab eigentlich noch mehr. Es gab noch einen Tritt in die Eier, den Nils auch noch kassiert hätte. Da erinnere ich mich dran. Aber ich erinnere mich auch an ein paar Sachen schon nicht mehr. Und es ist so viel Neues auch dazugekommen, was dann einfach, ja, das ist halt das Schöne daran, wenn man irgendwie so auf die reine Schauspielperformance angewiesen ist auch, weil eine Visualität wird es nicht erzählen, wenn man nur in einem Raum spielt oder einem Haus zum großen Teil. Es funktioniert nur über die echte menschliche Dynamik. So. Und da ist halt sehr, 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 sehr viel passiert. Aber ich sag mal, nach diesen 2 Tagen, die wir geprobt haben, stand mal so ein ganz gutes Grundgerüst. Und dann hat man halt so massive Dialogszenen oder auch kleine Snippets und so dann über die Drehtage verteilt, dann geprobt und gespielt. Und wir haben uns auch sehr, sehr oft abends noch zusammengesetzt, die Schauspieler oder auch mit dem Autoren, der vor Ort sein konnte, Florian, oder dem Regisseur, und zusammengesetzt und dann auch an den nächsten Szenen gefeilt, weil wir zwar nicht komplett chronologisch drehen konnten, aber schon sich während des Drehprozesses immer wieder Szenen anpassen mussten, weil man dann mal was gedreht hatte, was vorher war, und man merkte, okay, es hat irgendwie eine andere Tonalität, als man sich das so gedacht hatte. Wo wollen wir jetzt einen Bogen schlagen und so? Das ist das Schöne an so einem Kammerspiel. Man muss ja auch irgendwie Temperaturunterschiede schaffen. Es muss irgendwie entertaining sein, und es muss zumindest auch in der Komödie. Es muss irgendwie so. Alles hat dann, fühlt sich dann immer doch beim Spielen anders an, als es sich beim Lesen angefühlt hat und so. Und sind ganz schöne Sachen entstanden. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass das funktioniert eben gerade so gut, dass dieses Kammerspiel, was auch super funktioniert hat und mein persönliches Highlight im Film war, ist dein Sarkasmus. Also der von Nils. Ich finde, das ist richtig gut rübergekommen. Ja, gehst du selbst auch so durchs Leben? Also musstest du für deine Figur praktisch nichts ändern, oder musstest du dir diese sarkastischen Einfälle, musstest du die vorbereiten? Ja, ich muss sagen, sie liegen mir schon. Also ich bin schon jemand mit einem extrem schwarzen Humor, so. Manchmal auch zu schwarz für das Surrounding, also passt nicht in den Knicke rein, aber da muss ich immer so ein bisschen gucken, dass ich mich dann auch assimiliere. Das tut Nils ja überhaupt nicht. Ich bin aber auch nicht so ein Misanthrop wie Nils. Also der hat ja wirklich, man möchte ihn ja manchmal schütteln und sagen, meine Güte, jetzt genieß doch mal eine Sekunde und so. Und das habe ich. Definitiv. Ja, ja, genau. Und das ist anders, aber bei mir im persönlichen Leben. Nichtsdestotrotz hat mir das enorm viel Spaß gemacht, weil es also sehr, sehr viel von dem, von der Art und Weise, wie ich diese 3 anderen Charaktere attackiere in dem Film, sind aus meiner eigenen Schmiede und aus der Situation gekommen. Es gab also wenig wirklich geschriebene
Disses oder so. Da war ich sehr, sehr frei und da habe ich eine diebische Freude dran gefunden, meine geliebten Mitspieler aufs Glatteis zu führen und einbrechen zu lassen. So, das habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Das lässt einfach sehr, sehr viel Spielraum für sehr viel Spielfreude. Genau, ich finde, das merkt man auch. Also, dass es dir Spaß gemacht hat. Ja, ja. Genau. Du hast ja in der RTL-Serie Deutschland 83, 86 und 89 gespielt. Mhm. Wo mich jetzt noch interessieren würde, spielst du lieber Serien, spielst du lieber in Filmen mit oder macht das für dich gar keinen großen Unterschied? Ja, doch, es macht einen enormen Unterschied. So ein bisschen wie Marathonläufer oder Sprinter. Also es ist einfach alleine die Quantität der Szenen und die Länge des dramaturgischen Bogens, der erzählt wird, unterscheidet sich so stark je nach Länge des Formats, dass auch die Vorbereitung eine ganz andere ist. Ich bin kein Schauspieler, der nach einer Serienproduktion, jetzt nach einer Staffel von Deutschland 83, 86 oder 89, nahtlos ins nächste Projekt konnte. Ich war da so dermaßen physisch und psychisch runtergewirtschaftet, ich habe dann immer erstmal Pause gemacht. So. Und das geht einem nicht nach jedem Film so. Und nichtsdestotrotz mag ich das, also ich mag das serielle Erzählen enorm gerne. Ich schreibe auch mit einer Schauspielkollegin Nicola Kastner zusammen eine Serie, die haben wir auch schon fertig geschrieben und also ich kenne das auch von der anderen Seite sozusagen und als Filmkomponist auch mit David Grabowski, mit dem ich den Score zusammen gemacht habe, vertonen wir eine Serie, der UFA, Legal Affairs. Also ich kenne dieses Konstrukt des horizontalen Erzählens über eine längere Periode in der Serie und ich finde, es hat einen ganz besonderen Reiz, weil man halt die Figuren ganz anders auserzählen kann. Und das ist einfach schön, sowohl aus Schauspielersicht eine Figur zu bauen, die so viele Höhen und Tiefen und so viele Grautöne sozusagen haben darf. Das macht halt wahnsinnig Freude und das ist ja letztlich auch der Reiz für mich als Konsument oder für jeden anderen, der vielleicht Serienjunkie ist, dass man halt das Gefühl hat, man kann immer noch was Neues an diesem Charakter entdecken und wenn man ihn gegriffen hat, dann kann man mit ihm durch diese Welt laufen und sie damit erleben und man kann sich Pausen gönnen, weil man muss nicht irgendwie nach 90 oder 120 Minuten durch sein, sondern man kann diesem Charakter dann auch Luft lassen und bei ihm sein. Das finde ich halt irgendwie total reizvoll. Wir wollten ja herausfinden, was uns in unseren Beziehungen fehlt. Hast du es denn rausgefunden?